Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1975. Wir sind wieder bei den Olympics und diesmal bei den Summer Games, also bei den Sommerspielen. Jetzt wird einer sagen, hey, ist auf Winter, du Hornochse. Richtig, ich habe das auch gesehen. Wir haben jetzt, glaube ich, auch Gold im Rodeln und sowas. Und ja, aber nichtsdestotrotz, wir bleiben beim Atari ST und dann geht die EPIX-Reihe mit Summer Games weiter. Kurze Geschichte und jetzt kommt so ein bisschen was für die Leute, die mal tatsächlich Videos machen wollen. Diese verrückten Leute, die es da gibt. Ich wink dem Silver mal eben kurz zu. Diese verrückten Leute, die tatsächlich Videos machen wollen, ja. Summer Games und Summer Games 2 wurden so nie released als Discform. Es gibt eine Mega Sports Collection, die, glaube ich, aus Summer Games 2, Winter Games und California Games besteht. Kriegt man natürlich nicht erzählt, außer man geht 400 Seiten suchen. Zwieback, Siski, Nabend. Also das nur für euch, wenn ihr jetzt danach sucht. Die Leute, die das gemacht haben, haben das so... Doch, ich drück's mal einfach aus, grenzdebil gemacht, dass Diskettenseite A von Summer Games 1 ist und Diskettenseite B ist Summer Games 2. Das heißt also, das, was ihr dann findet in den Seiten, Tosek, Goodset, ihr versteht schon, für die, die sich damit auskennen, ist genau das, was wir hier haben. Das heißt, ihr habt beide Games in einem. Weil ich habe mir heute den Wolf gesucht nach Summer Games 2. Ich habe das doch mal irgendwo gehabt. Habe ich auch. Und da ist es. Also wie gesagt, wir fangen an mit Summer Games 1. Und Spoiler, nach Summer Games 1 kommt... Jetzt schreibt bestimmt einer Winter Edition. So, wir legen mal wieder los. Erstmal sollen wir mal Weltrekorde gucken. Komm, wir kommen. Hä? Haben wir gar nicht? Die Atari ST-Version hat gar keine Weltrekorde? Wie geil ist das denn? Ja, meine Damen und Herren, das war das ein kostenpflichtiger DLC damals? Also ich meine, der Atari ST ist jetzt powertechnisch nicht so schlecht, dass er nicht auch in Anführungszeichen sowas speichern könnte. Aber egal, dann tun wir uns mal die Eröffnungsfeier an, ne? Was kostet die Welt? Musikalisch werde ich nie ein Fan vom Atari ST. Boah, das sieht so aus, als würden ein paar Frames fehlen. Also nicht nur ein paar Tauben, sondern auch Frames. Ja, das war die großartige Eröffnungsfeier. Also ich sag mal, 5 von 5 Sternen gebe ich da mal. Das ist... klasse. So. Alle Disziplinen, die man vom C64 kennt, sind hier präsent. Und dann fangen wir mal mit Stabhochsprung an. Ich bin gespannt. Boah, musikalisch ist das aber... Also... So, ich glaube, wir mussten, glaube ich, den hohen Griff machen. Jetzt gucken wir mal, weil Prinzip eigentlich... Achso, das müssen wir früher machen. Okay, alles klar. Ich versuche mal so ein bisschen an den Zuschauerreihen das einzuprägen. Okay. Big Bad... Ich gratuliere dir für... Wer den Gag nicht kennt, Grüße an Cybermorph, ne? Auf dem Atari Jaguar. kann ich euch auch mal irgendwann zeigen. Ich glaube, habe ich tatsächlich nicht. Das ist übrigens eins von meinen zwei Games, die ich für den Atari Jaguar habe. Ich habe neben Tempest, was ein geiles Game ist, habe ich tatsächlich nur Cybermorph. Ja, ich bin bescheuert, ich weiß, aber habe ich tatsächlich nur. So. Und. Ja, fast. 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 Nee, das ist nur in der Emulation so. Das ist, muss ich vielleicht kurz nochmal was dazu sagen. Ich habe den
Vielleicht für die Leute, die es tatsächlich interessiert, das ist der Winston-Emulator. Der ist nicht wirklich der beste, ist aber für, wenn du ihn so live abgreifst, ist der tatsächlich, das mag man gar nicht meinen, tatsächlich der Beste, der ein vernünftiges Bild liefert, dass ihr auch was vernünftig seht. Weil das an. Yes! Natürlich, bei 4 Meter gibt es keinen Applaus, das ist klar. Das dachte ich schon, aber es spielt sich auch, ihr seht da schon, extrem hölzern. Naja, vielleicht haben sie es ja beim zweiten besser hingekriegt. So! So, den Laikolav sollte ich eigentlich ignorieren heute, ne? In alter Tradition, der mag das so gerne. Das ist schon maximal. So, Turmspringen. Aber es ist auch okay. Ihr könnt auch damit zufrieden sein. So. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie die das hier hätten. Also im Allgemeinen Turmspringen fand ich immer klasse bei Summer Games 1. Also Stabhochsprung war auch nicht schlecht. Und jetzt eintauchen. Na, immerhin. Nicht mit den Füßen zuerst, sondern natürlich mit dem Kopf zuerst. So, rip. Boah, das ist hier aber hölzern. Ja, wie schon gesagt, wie ich gestern sagte, ich schon. So, und yes, das war besser. Na also, geht doch. Fast perfekt. Also ich habe heute nicht meine 10 Küstennebel weg, wie wahrscheinlich andere beim letzten Mal, aber. So. Ist das Kacke. Also ihr müsst euch echt vorstellen, das spielt sich echt, boah, träge. Was für ein Sporttitel nicht gut ist übrigens. Aber das ist, ja, sensationell. Sensationell. Also falls mich einer fragt, ob das die Version ist, die man zocken sollte, nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also vielleicht für die Leute, die das wissen wollen, für den, es gibt auf dem ST, ja natürlich, es gibt auch unter anderem Microprose-Soccer und sowas. Da macht euch keine Sorgen. Also, wir kommen ja noch nach in die Fußball-Hochburg Katar. Den High Rettung im Lord sage ich mal guten Tag. Der Einzige, man hat mich übrigens gefragt, das kann ich mal eben erzählen. Oh, der war gut. Der Herr Rettungholm hat mich jemand gefragt, ob der Herr Rettungholm mein Manager ist. Ich möchte das jetzt hier kurz offiziell sagen. Ja, ist er. Ja, also das ist, wie schon gesagt, wenn da Presseanfragen sind, ab zu ihm. So, ja gut, das geht. Also ja, Turmspringen ist okay, ist aber jetzt auch nicht so geil. So. Die 4x400. Hurra! Ist bestimmt in der Version richtig geil. Habe ich schon gesagt, dass das eine Scheißmusik ist? Boah, vor allen Dingen ist wirklich, also dass das Bild so verkleinert ist, das kann, glaube ich, tatsächlich so sein. So. Ja, Fallstart, ja gut. Oder Fehlstart eher. So. Boah. Alter. Ist das ruckelig. Das ist doch. Also man muss nicht komplett dauermäßig, sondern man kann ein bisschen dadurch, dass man sich zurückfallen lässt, hat man dementsprechend da
Auch eine Möglichkeit. Ja, komm und gib alles. Ist das Game keine Weltrekorde hat, finde ich auch geil, ey. Boah, gewonnen! Die Musik ist so super. So, zur besseren Begeisterung haben wir jetzt noch die 100 Meter. Hurra! Oh Gott! Hallo? 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 Ja, wo läuft er denn? Ja, wo läuft er denn? Alter. Nee, besser nicht. Ja, also großartig. Großartig. Turnen! Ich habe die Disziplin immer gehasst und ich denke, ich werde sie auch auf dem ST hassen. Aber dafür. Achso, nee, genau, stimmt. Man muss ja auf das. Ja. So, und jetzt landen. Alter! Sofort wieder One Moment in Time im Hintergrund. Ich kann das überhaupt nicht. Also das, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Children of All Ages, für die Leute, wo dann der Herr Rimtour in Luxemburg ganz böse in den YouTube-Kommentaren schreibt, das konnte er also immer. Das konnte ich nie. Ja, das geht. Ich möchte jetzt aber trotzdem wieder zurück. Ich möchte diese Disziplin nicht unendlich machen. Also, das geht. So. Jetzt möchte ich gern. Raus da. So, danke. Möchte jetzt. No. Dafür kann ich hier nicht raus aus der Disziplin. Ich krieg ein Horn. Ja. Wie gut, dass wir in der Lage sind, einen Neustart zu machen. Wir sind ja Gott sei Dank auf einem Computersystem. Das ist so geil, ey. Ah. Deswegen, also, so schön Retro-Gaming ist in vielen Punkten, das, was wir heute mittlerweile haben an Bequemlichkeit, ich will's nicht missen. Och Gott. Ja. Wo ist denn jetzt hier mal, jetzt mal so unter uns? Das ist jetzt die Schwimm. Achso, da ist die Schwimmstaffel und da ist die 100 Meter Freistil. Es gibt da keine großartige Animation, wenn ihr auf den Rücken fällt. Da macht ihr keine Sorgen. Also. So. Das ist einer der langweiligsten Events aller Zeiten. Du darfst auch gern ins Wasser springen. So. Ja, es ist echt, also. Es war aber auch, muss man dazu sagen, also.
wenn man so die Epics-Geschichte mal nimmt, das ist ja mittlerweile so, die sind ja eigentlich, wann soll man sagen, also ich fand Winter Games immer gut, ich weiß aber auch, dass eine Menge Leute das damals schon auch Käse fanden. Und die, ich glaube, der richtige Kultstatus der Games fing tatsächlich erst an mit World Games und natürlich dann mit California Games. Und California Games, Spoiler, sind keine olympischen Disziplinen. Wobei wahrscheinlich, wo ich das jetzt aufnehme, ist jetzt wahrscheinlich auch das Prequel zu Iceman, ja. Ja, der war schneller. Der war schneller. Ich habe, was ich für ein ST gesehen habe, weil für ein ST gibt es ja auch eine Menge Sierra Adventures. Wir müssen auf jeden Fall mal, ich habe euch das ja mal angedroht, wir müssen auf jeden Fall mal die beiden Manhunter-Teile machen. Und vielleicht irgendeiner von euch kann mir erklären, wie die funktionieren. Ich habe damals mir sogar die Handbücher durchgelesen. Ich habe mir einen Walkthrough durchgesehen. Ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe die überhaupt nicht. Das sind die einzigen Sierra Games, wo ich mit 300 Fragezeichen sehe. Nein, ich möchte nicht nochmal schwimmen. Nein, 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 nein. So. Die 100 Meter. Und dann kommt Tontaubenschießen. Und dann ist das Ding durch. So, komm, runter vom Balken. Wenn du das Game gesehen hast, weißt du, was ich meine. So. Final. Okay. Okay, ich habe tatsächlich mal eine Scheibe getroffen. Hey. Boah. Man, hier gibt es wahrscheinlich auch eine Möglichkeit auf dem ST, das mit Maus zu spielen. Das wäre, glaube ich, richtig. Das wäre, glaube ich, richtig geil. Weil so das mit. Unsere Semi-Tastatur ist nicht so gut, aber mit Maus wäre das, glaube ich, richtig top. Jetzt habe ich mich ja sogar eingeschossen. Das ist ja sogar. Aber du hast ja im Gegensatz zum C64 keinen Nachschuss. Ja, geht doch. 22, also 22 Treffer von 25 möglichen? Das geht in Ordnung. Das geht in Ordnung. So, Abschiedszeremonie. Ist bestimmt Knaller. Ist musikalisch schon ein Highlight. Damit weiß man auch, auf welche Summer Games das zurückgeht. Natürlich auf Los Angeles. Da ist ja tatsächlich dann einer mit so einem Raketenjetpack da rumgeheizt. Ah, jetzt kommt nochmal der Zeppelin. Genau, US Gold, der Publisher. Ja, wobei ist aber schon cool, dass es Summer Games für den PC 88. Ich habe das ja bei dir gesehen, dass es das überhaupt gibt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das ist der Duff Bier Zeppelin.
ist nicht unwahrscheinlich. Man sollte diese Spiele nicht trinken, wenn man nicht spielen, wenn man nüchtern ist. Boah, guck mal hier. Feuerwerk. So, jetzt allein, damit ich einen schönen Content-Treffer kriege, nochmal Katy Perry drunterlegen. Nee, aber es ist tatsächlich bei der Eröffnungsfeier in Los Angeles so gewesen. Ist tatsächlich so. So, kann ich da wieder raus? Ja, kann ich raus. Wunderbar, das war Summer Games 1. Spoiler, jetzt kommt der zweite Teil. Wer konnte damit rechnen? Stimmt, alle.